Hallo Modellbahnfreunde, ich grüße euch zu einem neuen Beitrag von mir. Ich wollte zwar euch heute die Modelleisenbahnanlage mit der Drehscheibe zeigen, aber ich mache erstmal was anderes. Und zwar, Mensch, die blöde Kiste jetzt hier. Tue ich mal dahin. So. Hier. Ich habe nun nach, das ist noch zugeschweißt hier. Ich habe beim Meister Kühn, ich hatte euch das ja erzählt mit meiner 94er im letzten Jahr, dass die verdammte Probleme hatte und dass das alles weggeschmort war. Und da hatte ich ja mit dem Gerd Kuswa schon gesprochen und da wollten wir neue machen. Zwischenzeitlich hat sich aber das Blatt alles gewendet und die Firma Kühn hat die Stromabnehmer neu konstruiert und auch aus anderem Material gemacht. Und da habe ich jetzt ein paar gekriegt, ein paar solche Tütchen für ein paar Freunde noch mit. So, die nehme ich gleich mal ins raus hier. Das ist für meine Look. So, also die sind aus endlich ordentlicher Federbronze hier. Ganz fein. Drücken auch wunderbar. Also ich habe schon ein paar Loks noch zwischenzeitlich mit Zaun verkauft. Und da waren schon die neuen Dinger verbaut. Und die hatten überhaupt keine Stromprobleme mehr. So, da habe ich dann den Thomas nochmal angerufen. Und da hat er mir ein paar solche Dinger geschickt. So, das jetzt erstmal dazu. Nun hatte ich ja gesagt, bei mir war doch der Motor stehen geblieben hier. Das ist der Motor hier, das ist übrigens meine Lok und hier ist das Gehäuse dazu. Und da qualmt das hier. Der läuft unrund, wird gleich heiß. So, und könnt ihr euch an die 58er erinnern? Da habe ich meine Motoradapter gebaut. Und das ist der Motor von der 58. Und jetzt guckt euch mal die beiden Motoren an hier. Ein Schelm, wer da Böses denkt jetzt oder irgendwas. Ja. Und da guckt sich das doch René so ein bisschen an. Und da sieht er doch exakt irgendwie denselben Kram. So. Wie gesagt, der geht nicht mehr, der ist kaputt. So. Nun hatte ich ja hier mit meiner reparierten. Einmal reparierten Bodenplatte hier. Hier sind noch die Kabel, die muss ich dann wieder abmachen. Aber das hat jetzt erstmal damit nichts zu tun. Ne? Das läuft schon. Das baue ich ab, dann mache ich die ab, dann mache ich die neue Bodenplatte dran. Und soll ich euch mal was erzählen? Jetzt guckt mal genau hierher. Hier. Mit meinen Motoradaptern passt der Glockenanker doch exaktamente in die Motorhalterung. Mit den Motoradaptern, die ich für die 58 gemacht habe. So, die tue ich noch ein kleines bisschen verändern. Ich habe die jetzt bloß mal probiert. Ich könnte jetzt noch die 58 auseinandernehmen, das zeige ich euch jetzt aber mal nicht, vielleicht in einem anderen Teil. Diese Spange hier, diese Aufnahme, was hier ringsrum ist, ist ganz genau das gleiche wie bei der 58 von Arnold. Ein Schelm, wer da irgendwie Gedanken drüber hat. Es passt genau alles hier rein. So wie ich es gebaut habe, zack, neu geklipst. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt drauf gekommen bin, aber irgendwie, ich hatte das in der Hand. Ach ja, weil der Andreas, der war bei mir und wollte wissen hier, ob ich hier die 94er mit Sand ausrüsten kann. Ich so, warte mal, ich habe meine noch hier und ich habe die neuen Stromabnehmer da. Und da hatte ich die Motorhalterung dann wieder in der Hand. Und ich so, Mensch, jetzt muss ich mal gucken hier. So. Das hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt vor einem Jahr, dass ich da, wenn ich dann auch einen Glockenanker einbaue. So, und nun habe ich ja die 58er umgebaut mit Glockenanker, wo ich die Adapter-Dinger gemacht habe für euch ja und für mich natürlich selber eigentlich. Und nun passt das aber genauso hier. Das passt 1A hier rein. Hier oben, das werde ich jetzt noch abtrennen. Und zwar so, dass ich die Dinger drehen kann, dass die hier unten
hier unten exakt dann gerade aufsitzen, weil das ist ja unten gerade und wird hier angeschraubt mit den zwei Schrauben dann im Rahmen hier, ne? So, wir legen das Ding einfach mal bloß hier so hinein. So, hier, guckt mal. So wird das dann hier drinnen sitzen. So sieht das dann aus. Also, man muss hier, ich habe das bei YouTube gesehen, da hat jemand irgendeinen Glockenanker eingebaut und hat aber hier wieder mit Kleber, hier so eine Knetmasse oder irgend sowas rumhantiert. Das ist ja nun nicht so mein Ding. So. Ich mache es nur anders. Vielleicht habt ihr auch dann Interesse dran, aber lasst mich erstmal das ganze Ding zusammenwerfeln. Das Ding wieder so original zu nehmen, dass man jederzeit immer die Möglichkeit nur hat, einen Originalmotor wieder einzusetzen. Hier mache ich jetzt mal die Schnecke drauf. Die Schnecke, die fummel ich jetzt mal hier runter und auch die Schwungmasse und dann baue ich das hier drauf. So, ja, nun hat es das angezogen durch die Magnetkraft. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Ah. Ach, das war heute aber auch ein verrückter Tag. So, ja, und dann mache ich das mal. Und da hat man nämlich sogar noch die Zeit, hätte ich bald gesagt, den Platz hier rechts oder links eine Stacke einzubauen. Das hatte ich ja von Anfang an schon vor. Hier hinten kommt da der Decoder drauf, der Lautsprecher ist schon drunter. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Film schon gezeigt, wie ich das umgebaut habe mit dem Sound nach Anleitung von Matthias Henning. Und genau, und da sehen wir dann mal das Ding im zweiten Teil, wie das funktioniert mit der Geschichte mit den Adaptern. Also auf jeden Fall passt das erstmal so. Also hier brauchen wir nicht klemmen, machen, mehren, fräsen, bohren, was ich da so alles schon wieder gehört habe oder gesehen habe. Das kann jeder für sich selbst machen. Wie gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ich versuche es aber so zu machen, dass man immer das Originale nimmt. Egal, fällt das runter hier? Ja, sehr logisch, weil ich es nicht angeschraubt habe. Kappe. Und jeder ist ja seines, aber wie, ne, anderes Thema. So, und hier, wie gesagt, das passt einfach so hier rein. Zack, zack, fertig. Schwungmasse runter, das. Und das werde ich mal probieren. Die Geschichte. Und dann gucken wir mal. Das gibt es dann im zweiten Teil. Mit der neuen Dings. Bodenplatte.